Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum neuen Kreativvideo. Heute wollen wir ein bisschen zusammen basteln. Und ich zeige euch heute, wie man so ein Lesezeichen basteln kann. Die machen richtig süchtig und wie das funktioniert, was ihr dafür braucht, das zeige ich jetzt. Ich habe schon welche vorbereitet, das heißt, ihr braucht einmal für, ja, genau, ihr braucht diese Stanze hier, das ist ein Rechteck. Einmal die große Variante und dann die fürs Designpapier braucht ihr diese Variante, also die zweitgrößten. Das heißt, einmal die ganz große und dann die zweitgrößte. Und wenn ihr das gemacht habt, klebt ihr das aufeinander und dann sieht das so aus. Und das werden wir jetzt dekorieren. Ich habe mir ein paar vorbereitet. Noch, ich habe mir aus dem, also aus Teddy-Block habe ich mir diesen hier rausgenommen. Mit diesen Motiven. Genau. Und wir dekorieren jetzt. Ich nehme die Stickers vom Bäcker. Dann nehme ich mir aus dem Stickerbuch, nehme ich mir diesen Sticker hier, lege ihn über und dann setze ich noch ein Stanzteil drauf. Ja. Und so sieht das Lesezeichen dann aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr braucht einfach nur zwei von den Quadraten, ein größeres und das zweitgrößte. Klickt das alles aufeinander und ich habe verschiedene Varianten gemacht, die ich zeige es euch. Diese hier. Diese hier. Und das ist auch gut Resteverwertung.
Und ich habe immer einen Stanzteil, manchmal habe ich sogar zwei Stanzteile verwendet. Und dann habe ich auch manchmal mit 3D-Formpads geklebt. Und manchmal habe ich sogar auch von Stickerbuch mitgenommen. Die Tiere unten sind vom Action, das sind die Stickers. Und weil die nicht so gut kleben, habe ich 3D-Formpads untergetan. Und dann mit 3D-Formpads untergeklebt und. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.